Familie Struber aus Köstendorf praktiziert die Blockchain-Technologie schon täglich in der Praxis. Eine gemeinschaftliche Photovoltaikanlage am Hausdach des Mehrfamilienhauses, hier befinden sich Wohnungen und zwei Geschäftseinheiten, produziert den sauberen Strom. Dieser wird ganz normal unter den Parteien aufgeteilt. Und jetzt kommt die Blockchain-Technologie zum Zug, denn überschüssiger Strom wird nicht ins Netz eingespeist, sondern an den Nachbarn im Mehrfamilienhaus weitergegeben. Das funktioniert natürlich auch dann, wenn sich eine Partei im Urlaub befindet oder die im Haus befindlichen Geschäfte am Wochenende geschlossen haben. Zum Beispiel, wenn ich auf Urlaub fahre und ich brauche keinen Strom, mehr oder weniger, dann kann ich den Strom, meine 30% quasi meinem Bruder oder meinen Eltern oder einem anderen Verbraucher im Haus einfach zuschieben. Und dann quasi kann er den Strom, den was wir selbst produzieren, quasi gleich verbrauchen und dadurch halt weniger Leistung vom Netz nehmen. Ist ein Bewohner auf Urlaub, schickt ihr den überschüssigen sauberen Strom also einfach zum nächsten weiter. Ein System, das in der Praxis schon sehr gut funktioniert, doch kommen wir auf den Begriff Blockchain zurück. Und über unsere Blockchain-App ist es jetzt möglich, dass man temporär Anteile verschiebt. Das heißt, ich kann sagen, ich bin die nächsten zwei Wochen auf Urlaub und gebe meinen PV-Strom meinem Nachbarn, weil der kann ihn gut verwenden und muss dadurch keinen teuren Strom kaufen. Und das nächste Mal, wenn er auf Urlaub ist, überschreibt er mir vielleicht seinen. Das heißt, unsere Projektteilnehmer können untereinander die Photovoltaikerzeugung austauschen, hin und her transferieren, um so jeweils selbst ihren Verbrauch möglichst gut aus dieser gemeinschaftlichen Photovoltaikerzeugungsanlage zu decken. Eine Win-Win-Situation für alle Parteien im Mehrfamilienhaus, wie man am Beispiel in Köstendorf sehr gut sehen kann. Das heißt, die Bewohner einigen sich untereinander, wie der PV-Strom für sie am besten aufgeteilt wird. Und genau dieses Ergebnis wird dann über eine App in die Blockchain geschrieben und es ist für jeden Bewohner einsichtig, wie der Aufteilungsschlüssel dann schlussendlich ist. Wir als Netzbetreiber gehen dann her, schauen, auf welches Ergebnis sich die Bewohner geeinigt haben, lesen diese Daten aus und machen über diesen Aufteilungsschlüssel schlussendlich die Abrechnung. Das Hin- und Herschieben des Stroms ist allerdings nur in einem geschlossenen Netz möglich, wie in diesem Beispiel im Mehrfamilienhaus in Köstendorf. Man kann also nicht den überschüssigen Strom in Köstendorf an Bekannte, Verwandte beispielsweise nach Wien weitergeben. Die erste Erkenntnis ist, dass man sicher die Blockchain nicht überall einsetzen wird, dass es aber definitiv interessante Anwendungsgebiete gibt und wir haben jetzt hier mit diesem Demonstrationsprojekt den Startschuss dafür gesetzt. Bei Blockchain in Köstendorf handelt es sich um ein einjähriges Forschungsprojekt der FH Salzburg und der Salzburg AG.